Am Samstag fand im Europapark Rust die glamouröseste... Ich mach noch mal. Am Samstag fand im Europapark Rust die glamouröseste Veranstaltung der Welt statt, die Wahl zur Miss Germany. Und da geht es jetzt nicht mehr ums Aussehen, sondern darum, die Welt zu verbessern. Ich war trotzdem mal da. Wir sind hier im Europapark Rust, wo heute die Wahl zur Miss Germany 2022 stattfindet. Miss Germany, was früher noch für Titten, Ärsche, heiße Kurven stand, da zählen mittlerweile die inneren Werte. Ja, und der Europapark Rust hat auch zu. Super. Ist noch zu. Hier dürfen wir nicht rein, dass sie umkleide. Verdammt! Miss Germany, wir müssen drüber sprechen. Ja. Wie alt bist du? Ich bin 29. Du weißt ja schon, wofür Miss Germany früher mal stand. Das weiß ich, aber da sind wir ja Gott sei Dank weg. Es geht um innere Werte, Freunde da draußen. Ja, da kennst du dich nicht aus, oder? Doch. Doch. Innere Werte sind sowas wie guten Tag sagen, freundlich sein. Fäustchen? Alexia. Hi. Alexia? Wer nennt man dich letztens? Alex eigentlich? Unter Nein, Freunden? Lexi. Nee? Lexi? Ja. Magst du mich Lexi nennen? Ja, ich weiß. Aber er wird L-E-E-X-I geschrieben. Cheers. Warum hast du so eine geile Klamotte an? Damit ich schnell aus diesen Klamotten wieder rausschlüpfen kann. Hallo. Und ich dachte, bei der Miss Germany 2020 ist jetzt alles PC. Ihr habt ja alle eine politische Agenda. Geht ja vor allem um Female Empowerment, um die Persönlichkeit. Nicht mehr so sehr ums Aussehen, sondern vielmehr um die Mission, um die Botschaft dahinter. Ja, das ist mir hier schon aufgefallen. Ja. Als wir hier reingekommen sind, haben wir sofort gesagt, hier geht es nicht mehr ums Aussehen. Null. Ich bin Herausgeberin eines Elternblogazins. Und Blogazin ist ein Wortspiel aus Blog und Magazin. Also, es hat eine persönliche... Hast du selber ausgewählt? Was denn jetzt? Blogazin? Blogazin? Ja. Nein, das gibt's. Das hat sich in Deutschland noch nie etabliert, das Wort. Aus gutem Grund. Warum? Blogazin. Bei mir geht's halt ums Thema Ehrenamt. Das ist so meine Message. Bist du ehrenamtlich aktiv eigentlich? Total. Was machst du denn? Müll rausbringen. Beim Nachbarn zum Beispiel habe ich beim Fegen geholfen. Wenn ein Freund umzieht, nehme ich auch kein Geld dafür. Single oder ja, ist er noch mal da? Wir trinken noch mal drauf. Blogazin finde ich 1, übrigens 5, ein richtig, richtig gutes Wort. Hast du gerade deine Zimmernummer gesagt? Nein. Aber trotzdem steht ja immer noch Miss Germany drauf. Da habe ich irgendwie ein Problem mit, weil das Label ist meiner Meinung nach, steht das halt für was anderes. Für was steht das denn für dich? Titten und Ärsche. Ah, okay. Im Grunde genommen eine Wichsvorlage für alte Männer. Ach, okay. So eine Art Piretti-Kalender. Mhm. Weißt du, es ist im Grunde genommen irgendwas zwischen Boxenluder und wenn man einen Boxkampf früher von Henry Maske geguckt hat und eigentlich nur darauf gewartet hat, bis die Uschi zwischendurch mit der Nummer kam. Mhm. Das möchte ich jetzt nicht auf mich beziehen. Nein. Ich spreche nur für diese schlimmen Männer da draußen. Ja, das habe ich auch so verstanden. So. Schön, wenn man sieht, hier geht es auch um die inneren Werte. Auch oben rum. Ich frage mich, was da drin ist. 500 Gramm, 600 Gramm. Miss Germany hat ja nichts mehr mit Titten, Ärsche, heiße Kurven zu tun, sondern starke Frau, Empowerment. Wo siehst du dich da? Ja, ich sehe mich natürlich auch bei schöne Gesichter, schöne Hintern. Aber auch ein bisschen Titten von früher, oder nicht? Auch ein bisschen Titten von früher. Ich wäre doch leicht enttäuscht, wenn man hier gar keine sieht. Ja. Du, nicht nur du. Kennt ihr das schon, dass es die auch ohne Kabel gibt? SWR, großartig. Komm einmal schnell her, sonst komme ich dir hinterher. Marco Rose? Ja. Ich habe ein bisschen Sorge, dass wenn ich mich jetzt hier mit dir blicken lasse... Überhaupt kein Problem, das ist gar nicht. Miss Germany denkt man ja normalerweise, Titten, Ärsche, heiße Kurven. Ist es nicht so, wenn man jetzt dieses... Absolut. Ist es nicht so, dass man dann jetzt so ein bisschen versucht, eine Kirche im Puff aufzumachen? Alles klar, Laura von Torra, meine Damen und Herren. Morgen bei The Zone. Übrigens nochmal liebe Grüße. Für 30 Euro im Monat kann ich mir das nicht mehr leisten. Ich bin hier, weil ich mit der Familie Mack vom Europapark freundschaftlich schon lange verbunden bin. Die haben mich eingeladen. Und in dem Zusammenhang schaue ich mir auch mal diese Miss Germany-Wahl an. Gibt's Geld? Sehr gespannt. Für die anderen? Nee, für den. Gibt's? Das ist dann eher ein Job. Ja? Ja. Uwe Ochsenknecht. Frau Ludewig, auch geil. Herr Puffpaff. Hallihallo. Miss Germany 22, die inneren Werte zählen, das heißt Bikini-Contest fällt weg. Alles Nackte fällt weg. Ist Miss Germany 2022 eine Mogelpackung, ja oder ja?
Ich glaube, nein, es ist ein Neuanfang. Und ich finde, es ist ein guter Neuanfang, weil es spiegelt das wieder, was... Kriegst du Geld? Der kriegst du Geld hierfür? Selbstverständlich. Kriegst du wirklich Geld als Juror? Uwe Ochsenknecht hat gesagt, es gibt kein Geld. Bist du ohne Geld hier? Gibt's doch. Uwe hat mich angelogen. Uwe? Check das nochmal. Wir gehen jetzt rein. Miss Germany 2022. Nur die inneren Werte zählen. Also rein. Hallo. Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum großen Finale von Miss Germany. Schon mal wieder was zu saufen. Hier live aus der Europa. Keine Gläser mehr, scheiße. Das ist auch ein sehr, sehr wichtiger Faktor. Ja. Und die Show läuft jetzt seit einer Stunde. Es zieht sich ein bisschen. Na, habt ihr Spaß? Nee. Habt ihr da euren Schnaps drin oder was? Die haben in der Wasserflasche Schnaps hier reingeschmuggelt. Sag mal, wie geil seid ihr denn drauf? Mal ganz ehrlich. Wie findet ihr es denn? Warum seid ihr denn so ruhig? Hauptsächlich zum Essen hier. Oh, Gin Tonic, brauchst du den noch? Geil, Gin Tonic. Miss Germany 2022 ist Domitila! 17 Williamsburg später. Aber persönlicherweise muss man sagen, hier gibt es heute nur Gewinnerinnen. Und mich. Da muss ich hin. Ich wollte schon immer bei euch eine Chance haben. Ja.